Susanne Stöhr war Mitmoderatorin bei der größten deutschsprachigen Anthony William Facebook-Gruppe. Sie lebte mehrere Jahre strikt Anthony William-konform, verzeichnete anfangs auch Erfolge, bis die strenge Umsetzung sie in eine Mangelernährung führte und sich ihre Beschwerden verschlechterten und sie viel an Gewicht zunahm. Susanne erzählt ehrlich und reflektiert, wie sie sich aus dem Gefüge einer dogmatischen Gruppierung rund um Anthony William befreite und tiefe Heilungsschritte gehen durfte. Liebe Susanne, so schön, dass du da bist und über ein Thema sprichst, was mich die letzten Monate so sehr beschäftigt hat und dich anscheinend auch. Du hast eine wunderschöne Plattform gegründet. Ich muss dir sagen, ich hatte ja den Antrag gestellt, da reinzukommen und dann hattest du mich angeschrieben und den Tipp habe ich von jemandem aus der Community bekommen. Und ich war da dann in diesem Forum und es war einfach so schön, es war so hochschwingend, so positiv und überhaupt nicht so, wie man, wenn man denkt, wenn jemand sagt, ich muss irgendwo raus. Du bist nicht diesen Weg gegangen, dass du es ins Gegenteil gedreht hast. Im Gegenteil, du bist den Weg dieser Sanftmut und dem Mitgefühl gegangen. Und dafür danke ich dir von Herzen. Und ich bin jetzt mega, mega gespannt, was deine Geschichte dahinter ist. Deine Geschichte von dem Weg nach Anthony William, den aufzubrechen und ja auch für dich ganz persönlich Grenzen zu setzen und ja eine klare Ausrichtung zu finden, was gut ist und was für dich nicht stimmt. Herzlich willkommen. Danke, Priscilla. Vielen Dank für die Plattform, die du mir hier bietest. Ich bin wirklich richtig dankbar und empfinde es als großes Geschenk, dass ich mich hier mitteilen darf, weil das ist eine Gelegenheit, die sich sonst noch nicht geboten hat, außer eben in meiner kleinen Facebook-Gruppe. Was ich auch schon sehr, sehr schön finde und genieße, dass es die jetzt gibt und auch wichtig finde. Sie ist sehr wichtig. Das merkt man an den Menschen, die sich da sammeln und einfach merken. Da ist eigentlich so eine wertvolle Botschaft in diesen Büchern nach Anthony William und gleichzeitig ist es dann wieder so verstörend, weil es einfach so eine krasse dogmatische Richtung eingenommen hat. Meine Vorgeschichte ist ja die, ich bin sehr sektierisch aufgewachsen, sehr religionsgeprägt. Man nennt das auch Religionstrauma. Und deswegen war ich von Anfang an super sensibilisiert und habe mir dann immer gedacht, ich pick mir einfach das Gute raus und das wird dann schon. Und war auch ganz intensiv im Austausch mit Menschen, die das schon von Anfang an sehr dogmatisch ausgelegt haben, die Information nach Anthony William. Aber ich habe gemerkt, wir kommen da einfach nicht auf den grünen Nenner und bin dann halt einfach meinen Weg gegangen und habe das von Anfang an gemixt und so weiter. Und dennoch war es so, dass ich immer wieder eine Angriffsfläche war. Deine Geschichte ist ein bisschen anders. Du warst da drin, du hast es erlebt, wie das ist in diesem mit diesem Dogmatismus auch fast täglich so konfrontiert zu werden. Und ja, ich möchte mich einfach von Herzen bei dir bedanken, dass du jetzt die Geschichte mit uns teilst, weil es einfach die Chance ist für andere Menschen, da auch einfach in den Frieden zu kommen und wieder zurück zu sich selbst. Das wäre mein großes Ziel und mein großer Wunsch, dass mehr Frieden reinkommt in die Community, mehr Weichheit, mehr Gelassenheit und viel, viel weniger Dogma, obwohl ich mich an meine Nase fassen muss. Das werden viele wissen, die das jetzt sehen, weil ich Teil dieses Dogma war und dazu beigetragen habe. Ich war ja in dieser großen Facebook-Gruppe eine der Moderatorinnen über einen langen Zeitraum und habe dieses Dogma im Grund mit aufgebaut und im Raum sich entfalten lassen und keinen Blick mehr dafür gehabt. Wir wollten einfach diese Gruppe reinhalten und so haben wir das immer wieder vor uns selber auch begründet.
Wir wollen nur Anthony William Informationen, damit müssen die Leute klarkommen, und haben aber nicht, oder ich habe für mich nicht gemerkt, dass das alles so pushy wird. Und ich habe in der Gruppe so agiert, wie ich für mich selber auch in meinem Privatleben agiert habe, nämlich hart, streng, gib alles, mach's richtig. Ja. Weißt du jetzt so rückblickend in der Reflexion, und ich meine, da muss eine immense Reflexionsarbeit dahinter stecken, wenn du diese Größe jetzt hast, zu sagen, ich war ein Teil davon, der dieses Dogma genährt hat, und dann zu sagen, ich habe das genährt. Also das braucht ja echt richtig Mumm. Und auch eine Zeit, wo du wie ein paar Schritte zurückgegangen bist und das nochmal angeschaut hast. Was war der Auslöser dafür? Was hat dich da irgendwie so rausgenommen, wo du gesagt hast, okay, ich darf das jetzt wirklich alles neu anschauen? Das war eine riesen, riesengroße Chance und mein großes Glück im Leben, weil ich drauf gestoßen wurde. Ich wurde konfrontiert damit von meiner Lehrerin Rebecca Rosing, die ich schon seit vielen Jahren in meinem Leben habe, als Lehrerin von Meditation und Selbstwahrnehmung und Persönlichkeitsentwicklung. Und die hat es halt mitbekommen, wie schlecht es mir damals ging. Das war vor 2 Jahren. Und hat gesagt, und hat mich wirklich konfrontiert und hat gesagt, Susanne, jemand, der sich jahrelang so gesund ernährt und dem es so viel schlechter geht, da stimmt was nicht. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch voll hardcore. Also ich war, mir ging es hundeelend und ich war komplett überzeugt von dem Weg Anthony William. Ich war ja auch immer noch Beraterin und Moderatorin und war also voll auf dem Gleis. Und dann kam sie und hat mich konfrontiert und mir erstmal wirklich, mir hat es komplett den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich weiß, um ihre Fähigkeit einschätzen, sehr, sehr gut wahrnehmen und einschätzen zu können, wie es mir geht. Und sie hat es da eben auch erst mitbekommen und ich wusste in dem Moment, jetzt passiert was. Was ganz Krasses. Oh, wow. Und habe noch so versucht, diesen Sturzbach irgendwie aufzuhalten, aber es ging nicht, weil mein Körper hat ja quasi im Einklang damit gestanden. Der hat zu mir gesprochen, Rebecca Rosing hat zu mir gesprochen. Also es war einfach, ich musste loslassen. Und ja, also ich war vollkommen hilflos in meinem Körper. Ich wusste gar nichts mehr. Es hat nichts mehr funktioniert. Ja. Und ich kann mir vorstellen, du warst halt so bewandert mit dieser Lehre, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, wie mache ich es richtig, dass du eigentlich genau wusstest, der Lehre entsprechend, was richtig ist, gemäß der Lehre, aber nicht unbedingt, was ist richtig für dich, für die Susanne. Du hast gesagt, dir ging es danach eigentlich immens schlecht. Wie viele Jahre hast du das bis zu dem Zeitpunkt gemacht und was bedeutet, dass es ging dir schlecht? Was waren da deine Symptome? Also ich habe so ungefähr 4 Jahre nach Anthony William gelebt. Und auf welcher Ebene, Ernährungsebene? Ich unterscheide das ja immer ein bisschen. Ja, muss man auch, genau. Also ich habe von Anfang an konform, in Anführungszeichen, so wie man das ja immer nennt, konform. Ja, ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Trifft's aber. Also ich habe wirklich alles befolgt. Und so, ich war hoch motiviert. Also auf Ebene 5. Am Schluss, also ich war 1,5 Jahre am Schluss, die letzten 1,5 Jahre fettfrei. Und das bedeutet proteinfrei. Also ich hatte am Schluss die Zeit Obst, Gemüse, Kartoffeln in meiner Ernährung. Und das war's. Okay, also das ist schlussendlich eine Mangelernährung.
Ja, ich hatte eins meiner ersten Videos, die ich online ge getan habe, habe ich meine Ernährung nach Anthony William challengen lassen von einer wissenschaftlichen Ernährungsberaterin. Und ich weiß noch, da bekam ich Briefe und Sprachnachrichten aus dieser Facebook-Gruppe auch übrigens, die gesagt haben, wie kannst du nur, du hast doch gesagt, du machst nach Anthony William. Und ich war so, ja, aber ich darf doch mich challengen lassen. Für mich ist das super spannend, das aus wissenschaftlicher Sicht zu schauen, worauf muss ich achten. Und dann war auch ganz klar, eben, was ich nicht zu lange machen darf, eben wegen dem Fettentzug und so weiter, wo dann der Körper anfängt abzubauen und dann auch die Reserven nicht mehr ausreichen. Und ich hatte ja dann diese fünfte Stufe und fettarm. Ich war nie fettfrei, aber sehr, sehr, sehr fett reduziert. Das heißt, nur Kokosöl war ich dann 9 Monate. Und dann ist es ja gar nicht so leicht, das wieder zu implementieren, weil der Körper sich ja auch an etwas gewöhnt. Und ich habe das dann auch einfach über Monate wieder eingeschlichen, von Haferflocken über Reis, alles Mögliche. Also da auch darf man sehr Mitgefühl mit sich auch sein, ja. Absolut. Ja, das erlebe ich auch bei vielen, dass das am Anfang wirklich holpert und stolpert, war bei mir auch so. Also es war echt zum Teil kein leichter Weg, da wieder reinzukommen in eine normale Ernährung. Ja, lass uns das wirklich auch noch gemeinsam anschauen, weil ich glaube, das sind echt so wichtige Schritte, die auch zu beleuchten, dass es eben, weil dann kommen ja diese festgesetzten Glaubensmuster, wenn man ja etwas einschleicht und die Enzyme sind gerade echt nicht darauf vorbereitet, weil die hatten halt dieses Fett oder die Proteine nicht. Und dann reagiert der Körper und es ist anstrengender für ihn. Man kriegt wieder Symptome oder es sind nicht die Krankheitssymptome, es sind Symptome, oh wow, jetzt muss ich anders arbeiten. Aber wenn diese Glaubens Sätze da sind von Viren und Bakterien und dann geht es ja richtig schlecht, dann ist das, als wäre man im Fluchtkampfmodus oder nicht als wäre, dann ist man. Absolut, der totale Stress. Ja. Im Grund derselbe Stress, den einen wahrscheinlich sogar in die Krankheit reingebracht hat und der einen durch die Anthony-William-Zeit getragen hat. Also diese Angst, ich muss was machen, damit das weggeht und ich muss jetzt mit der Angst klarkommen und ich muss heilen und ich muss noch mehr geben und also die Angst als großer Leitwolf. Das ist so wichtig, dass du das sagst, Susanne. Was würdest du sagen in deiner Geschichte? War es die Angst daraus, dass du dann diese Ernährung umgesetzt hast? Oder was war der Anfang? Oder was war überhaupt der Berührungspunkt? Weißt du, wie bist du zu den Informationen gekommen, überhaupt in diese Gruppe rein? Weil ich habe deine Vita angeschaut. Ich meine, das ist unglaublich, das, was du gelernt hast. Du bist eine fantastische Therapeutin, du bist ja gelernte Hebamme auch. Und hast schon diese Erfahrung im 1 zu 1 und was es bedeutet, wenn Leben zur Welt kommt und das Leben ist beweglich und all das. Also wie kamst du mit deinem riesigen Wissen dann überhaupt zu der Lehre und dann zu diesem Dogmatismus? Deswegen habe ich das vorhin gesagt, weil die Angst war tatsächlich mein Antrieb. Ich hatte viele Ängste damals, bevor ich AW entdeckt habe, war im Krankenhaus mit chronischen Krankheiten, die dann darauf hingedeutet haben, dass es vielleicht maligne sein könnte. Und also ich war schon in so einem Panikmodus, Hilfe, ich will meinen alten Körper zurück. Und habe dann über irgendeinen Zufall in Social Media dieses mediale Medizinbuch empfohlen bekommen und entdeckt und bin sofort aufgesprungen. Ich wusste, das ist jetzt eine Chance für mich. Ich bin ein spiritueller Mensch. Ich habe das Glück, das hat mich entdeckt. Ich bin fähig, mich dafür zu öffnen. Ergreift die Chance. Und was ich auf Offenheit zurückgeführt habe, war in Wahrheit wirklich pure Angst. Ich, Ja. nicht mehr in meinen alten Körper zu kommen,
nicht mehr so leben zu können, wie ich das ursprünglich getan habe. Und dann habe ich aus dieser Angst raus eben alles gegeben. Ich war hochmotiviert und habe sofort alles umgesetzt. Ja. Und mein Herz da dran gehängt. Also das war für mich die Welt, das Leben. Ja, und ich denke, dass du ja auch Erfolge hattest, oder am Anfang? Genau. Also klassische Entwicklung, wirklich Erfolge. Ich war davor ein Zuckerjunkie, ich habe Fast Food gegessen, wirklich Essen war so nebenbei, schnell muss es gehen und so weiter und habe mich nicht gut im Blick gehabt. Und dann das Gegenprogramm. Also ich habe sofort durch diesen Zuckerentzug quasi schon, mein Körper hat schon aufgeatmet. Und dann noch Gluten weg und Kuhmilch weg. Und was ja bei vielen dann eben schon sehr, sehr hilfreich ist. Ja, natürlich. Da gibt es auch ganz viele andere Bücher dazu, die das gut erklären. Ja. Und was ich damals nicht gesehen habe, ist, dass Spirit spricht, oder eben ausspricht und teilt, was das Wissen vorher auch schon war. Also es gab einfach die Infos, Gluten ist entzündungsfördernd, Kuhmilchprodukte. Es gab so viele Infos schon und ich habe da elegant drüber weggelesen und fand es einfach alles großartig, diesen Weg vor mir zu haben. Jemand, der mir einfach sagt, tu dieses nicht und lass jenes. Jemand, der mir sagt, das wird jetzt deine Autobahn des Mitgefühls. Das ist für dich richtig. Gott sagt das. Spirit ist nicht weniger als Gott gewesen für mich. Also das ist eine Botschaft, die es nirgendwo sonst gibt. Und ich war wirklich, ich habe mich erleuchtet gefühlt sozusagen, dass ich das jetzt bekomme, diese Botschaft in diesem Leben. Und habe natürlich aus Dankbarkeit, vielleicht könnte man es so nennen, und eben, wie gesagt, aus großer Angst raus, es gab keine Alternative, alles dran gehängt zu heilen. Und dann klar, also die Verbesserungen und dann gab es eine Stagnation. Ja, nach welcher Zeit fing die Stagnation an? Also mein Gewicht hat schon so nach einem halben bis einem Jahr zugelegt und ich hatte nie Gewichtsprobleme. Also ich war ein normal oder eher schlanker, eher dünner Mensch, würde ich jetzt mal sagen. Also ganz völligst rein mit meinem Körper in der Hinsicht. Und dann ging das so ein bisschen nach oben und im Zuge dessen stagnierten diese Heilfortschritte. Ja, spannend, gell? Ja. Das passiert wirklich vielen und die schreiben wir dann auch. Und die klassische Antwort ist eben, na, das kann nicht sein und Zucker, das Fruchtzucker ist anders und so, aber dass ein Körper Schlacken bildet, wenn zu viel davon ist. Ja. Ja, und viele, viele haben diese Verläufe. Und ich habe das aber durch diese Brille von Spirit gesehen, der ganz klar dazu sagt, das ist ein Leberthema. Wer zunimmt, hat Glück, weil die Leber sich jetzt zum ersten Mal reinigt und entgiftet, womöglich zum ersten Mal überhaupt in dem Leben. Und diese ganzen Gifte werden jetzt so im Bauchraum abgelagert und sei dankbar. Also das ist ein super Verlauf. Genau, also einerseits denke ich auch, das ist genial, oder? Dass der Körper so eine Lösung hat. Also anstatt, dass es irgendwo ins Blut, ins Herz und keine Ahnung wohin geht, das ist auch super. Aber meine weitere Frage war dann immer, aber müsste das eben dann nicht mit dem Heavy Metal Detox Smoothie eigentlich gebunden und abgetragen werden? Und ich verstehe das, wenn es zeitweise passiert. Weißt du, dass der Körper sagt, ah, okay,
jetzt kommen wir in dieses Stadion, jetzt packen wir das hin und dann packen wir das wieder oder leiten wir das aus. Aber wenn das ja nicht passiert, dann ist so, dann geht es ja irgendwie nicht weiter. Ja. Und das Problem ist, dass das einfach nicht von alleine aufhört. Und uns wurde ja oder uns wird ja gesagt, dass das dann sich umkehren wird, wenn wir nur genug Geduld haben. Und dieses Wort Geduld, das kommt ja, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Also du wirst heilen, wenn du noch mehr Geduld hast, wenn du noch mehr gibst. Trink Selleriesaft jeden Tag, trink den HMDS, lass nicht locker, bleib dran. Wir gucken bei anderen, bei unseren Vorbildern, Monisa, das kann Jahre, 10 Jahre dauern. Und unter dieser Info, also mit dieser Info habe ich dann gewartet, geduldig gewartet. Und so gingen die Monate ins Land und ich habe die Waage gefürchtet. Ich habe wirklich, das konnte man mit der Schnur ziehen, das Gewicht. Also das ging einfach sukzessive immer weiter hoch. Und am Anfang war ich noch guter Dinge und irgendwann war ich so frustriert und habe mich allmählich auch in meinem Körper nicht mehr erkannt. Ich wollte dieses Gewicht nicht. Ich wäre es so gern wieder losgeworden. Das war ich nicht. Und gleichzeitig war mir klar, nee, bleib dran. Das muss jetzt so sein. Spirit sagt es so. Gib alles. Und abgesehen von der Gewichtszunahme, was waren noch so Symptome, wo du gemerkt hast, eigentlich stimmt da etwas nicht? Also ich hatte, wie gesagt, diese Stagnation und dann aus Frust drüber, erstens über die Gewichtszunahme und auch wegen diesem, es tut sich nichts mehr, habe ich dann auf Monisas Rat hin komplett die Fette gestrichen. Und damit, wie gesagt, auch die Proteine, also keine Öle mehr, keine Avocados, keine Hülsenfrüchte, keine Pseudogetreide. Keine Nüsse, keine Samen, nichts. Es waren übrig die Kartoffeln ohne Fett und das Gemüse und das Obst. Ja. Und das war die Zeit, da ging es dann richtig los. Das war die Zeit, in der ich am schnellsten und am meisten Gewicht zugenommen habe. Wie gesagt, es ging 1,5 Jahre lang. Und dann flog mir alles um die Ohren. Also ich habe dann wirklich, mein Körper hat die Reißleine gezogen und mir 1000 Symptome geschickt. Viele davon hatte ich noch nie in meinem Leben. Also was ganz krass war, war einfach so eine Mega-Erschöpfung, Müdigkeit. Nicht nur, dass ich schwer wurde in meinem Körper, ich konnte beim Spazierengehen die Berge nicht mehr hochlaufen, totale Atemlosigkeit. Ich war überhaupt, was Treppensteigen ging, viel mehr schwerer. Ja. Hat Monate gedauert, bis ich gemerkt habe, ey, das liegt doch an meinen Muskeln. Also ich habe irgendwie keine Muskeln mehr. Ich habe irgendwann gemerkt, ich kriege die Schraubgläser nicht mehr richtig auf. Was ist da los? Wieso habe ich jetzt keine Kraft mehr in der Hand? Und bin umgeknickt beim Laufen, immer wieder, bis mir auffiel, meine Muskulatur hält meinen Fuß gar nicht mehr richtig. Ich bin aus der, ich, ich war an der Waschmaschine, habe mich gebückt, bin nicht mehr hochgekommen. Also ich kam nicht mehr, und ich war davor wirklich nicht unsportlich, also ich kam einfach nicht mehr mit meinem Körper klar. Die Muskulatur hat nichts mehr gemacht von dem, was ich gewohnt war. Und ich konnte dann am Schluss vielleicht noch 20 Minuten spazieren gehen. Da musste mein Mann mich abholen mit dem Auto. Ich kam zum Teil nicht mehr heim. Ich habe das, also diese Schwäche und Erschöpfung waren ein großes Thema. Und das andere Riesenthema waren die Blutzuckerschwankungen. Also ich habe quasi
Irgendwann habe ich nach dem HMDS so unterzuckert. Das waren so Gefühle von Zittrigkeit und mir wird übel oder ich werde müde oder ich kriege gleich Kopfweh. Oder also was mir erst hinterher bewusst wurde durch Recherche, das sind alles Blutzuckerthemen. Ja. Und irgendwann passierte mir das schon während des Trinkens von dem HMDS. Und dann wusste ich, also das nimmt jetzt hier Fahrt auf. Das stimmt so irgendwie nicht, aber was soll ich tun? Also ich war ratlos und habe andauernd essen müssen, um überhaupt noch klarzukommen. Also damit der Blutzuckerspiegel natürlich sich wieder einkriegt, musste ich wieder essen. Und ja, das Argument war die Leber. Es ist ein Leberthema und bleib geduldig. Und dann kamen alte Probleme wieder, also plötzlich mega Darmstörungen, die ich eigentlich schon weg hatte. Und Sodbrennen, also so eine, ich hatte vor AW eine chronische Gastritis und es kam plötzlich wieder, was mich total frustriert hat, weil das ging weg die erste Zeit. Das war, also ich war ganz glücklich, dass das alles weg war. Kam aber wieder, Brain Fog kam wieder. Und dann aber auch so komische Sachen wie meine Augenbrauen haben sich entfärbt. Mein Stuhlgang hat sich entfärbt. Und dann kam eine Übelkeit, die immer stärker wurde. Am Schluss war mir Tag und Nacht speieübel. Ich bin dann nachts mit der Schüssel immer im Bett gelegen, tagsüber zum Teil mit der Schüssel durch die Gegend gelaufen, weil ich immer dachte, ich muss brechen. Das war nicht so, aber mir war es einfach durchgängig sterbensschlecht. Und im Zuge dessen stieg die Angst, stieg auch sowas wie, was soll das hier alles noch? Depressive Verstimmungen. Ich hatte Schmerzen im ganzen Körper und die Migräne, die ich auch, die schon besser geworden war mit AW, die kam alles wieder. Also ich hatte am Schluss dreimal in der Woche Migräne, Nervenschmerzen, also Migräne, die dann auch in die Zähne zog und also irgendwelche Taubheitsgefühle, die sich entwickelt haben. Also die Nervenstörungen kamen dazu. Also im Grunde war alles betroffen. Das ganze System, der ganze Körper hat nichts mehr von dem gemacht, was er sollte. Und ich dachte, das muss doch eigentlich irgendwann mal besser werden. Mhm. Wieso wird es schlechter? Ja, das heißt also, dein Körper hat eigentlich lauthals geschrien und gesagt, wie es um ihn geht. Aber im Kopf ist es ja auch so, wenn du Beraterin von so einer großen Facebook-Gruppe bist, dass du ja auch in einer Rolle bist. Also es hat ja auch etwas mit Identität zu tun und ja, diese Gedanken, die sich einfach gefestigt haben und ja auch für eine Zeit lang in deinem Leben auch mega viel Licht und Liebe war. Und dann ist es aber, das Leben, wie ich schon gesagt habe, ist ja eigentlich beweglich. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass etwas einem mega helfen kann, aber es ist wichtig, irgendwie den Moment nicht zu verpassen, zu sagen, und jetzt lasse ich es in Dankbarkeit gehen und was dient mir jetzt? Weil ich habe oft dann gesagt, ich habe doch die Anthony William Ernährung nicht gemacht um Anthony William Willens, sonst um meinetwillens. Deswegen war das für mich mega komisch, wenn es so einen Aufschrei gab, so, das ist aber nicht Anthony William konform. Und ich dachte so, ja, ich habe das ja einfach nur eine Zeit lang gemacht, weil ich krass aus dem Gleichgewicht war. Und da habe ich was Krasses gemacht, um ins Gleichgewicht zu kommen. Und dann schnell aufgehört, damit ich nicht ins andere krass wieder reingehe. Ja. Ja, genau. Es ist dieses Loslassen, gell? Und ich denke, und das hast du so schön gezeigt in deiner Geschichte, und ich glaube, dass es eben ganz vielen so geht, wenn man etwas aus der Angst heraus macht und man weiß ja, wenn der Mensch Angst hat, dann kann er einfach nicht klar denken, dann spielt oder dann fällt ihm diese Reflexion so ungemein schwer, bis eben vielleicht der Körper ganz, ganz laut wird. Eins meiner Lieblingssprüche,
Das klingt so blöd. Eins meiner Lieblingssprüche, die ich gerne sage, aber es ist wirklich so, Susanne, ist: Verliebe dich in deinen Heilungsweg, weil dann ist dein Leidträger ist die Liebe. Und verliebe dich, also ich verliebe mich. Es geht um mich, um mein Liebesleben. Und dann ist es mein Weg. Und dann darf man auch etwas wieder loslassen, weil es war ein treuer Begleiter und dann ist es auch wieder gut. Exakt. Also ich sehe das heute, es ist ein schönes Zitat und ich sehe es genauso. Und ich hab mich aber nicht in meinen Weg verliebt, ich habe mich in einen anderen Weg verliebt. Ich habe mich in Spirits und Anthonys Weg verliebt und habe nicht gemerkt, wann der Weg mir geschadet hat und wie der Weg mir geschadet hat. Im Gegenteil, ich habe weiter festgehalten und das ist eigentlich das Allererstaunlichste im Nachhinein. Es ging mir viel, viel schlechter und ich habe immer noch festgehalten. Wie krass. Also, wo ist da die Selbstfürsorge gewesen? Ja. Und ich habe das nicht gemacht, um mir zu schaden, sondern ich habe das gemacht, weil ich Angst hatte und weil. Weil das eine Lösungsstrategie war, die Weil es irgendwann gelöst schädlich wurde. Ja. Exakt, ja, und weil jemand anderes, der medial ist, mir jetzt sagt, ich weiß, was für dich richtig ist. Und Ja. da muss man dann natürlich auch mal fragen dürfen, was ist denn medial und was. Eine sehr wichtige Frage, Susanne. Und also ist alles, was medial gesehen und gesagt wird, wirklich, wirklich wahr? Also ist das die Wahrheit? Ist das meine Wahrheit? Das ist so wichtig, sich das zu fragen. Ja. Ich bin ja der Meinung oder der Auffassung, dass wir ja alle medial sind. Wir sind ja alle mit dem großen Wissen verbunden. Und es kann nicht sein, wenn einer anzapft und wie die Brücke ist, das dann für alle gelten kann. Das ist mega unlogisch, weil wir einfach so verschieden sind. Und dann eine Aussage, die fand ich eben mega krass, weil ich habe mich eine Zeit lang mit einem Vertreter der eher dogmatischen Richtung der Anthony William Community regelmäßig getroffen, weil ich seine Ansichten verstehen wollte. Und er sagte halt so: Ich glaube fest dran, dass das stimmt, was Anthony William sagt. Und ich weiß nicht mal, ob das Anthony William gesagt hat. Ich kann das nicht beweisen. Aber dass der Mensch eigentlich, also alle Menschen sind gleich, nur der Cocktail der Viren und Bakterien unterscheidet sich. Und dann ist mir so ein Licht aufgegangen, weil ich komme ja aus dem Ayurveda und hier lernen wir natürlich die verschiedenen Konstitutionen, wie viele Elemente hast du davon in deinem Körper, wie viel davon und so. Das ist sehr individuell. Und dann war ich so, ach so, deswegen werden wir nie auf einen gemeinsamen Nenner kommen, weil ich davon ausgehe, dass jeder sehr individuell ist. Und wenn man aber davon ausgeht, dass alle gleich sind, also der Körper ist immer gleich, nur der Virencocktail ist verschieden, dann sieht man die Welt komplett anders. Ja, und dazu kommt ja, dass es viele, viele, viele medial begabte Menschen auf der Welt gibt. Und wie kann ich jetzt entscheiden, welche Wahrheit meine wird? Also welche Medialität hat Recht und ist Medialität überhaupt dazu da, anderen Menschen klipp und klar zu sagen, was ihr Weg sein soll? Ist das das Wesen von wahrer Medialität? Also das sind so Fragen, die ich mir damals nicht gestellt habe. Ich wollte das nicht hören, nicht wissen, nicht sehen. Ich wollte diesen Weg. Und das war schön einfach für mich. Genau, und ich denke, das ist aber auch wichtig und kostbar, weil wenn man so krank ist, also bei mir war es so, ich war so krank, ich war so verunsichert, ich habe so viele Sachen ausprobiert und ich habe keine Antworten bekommen. So, und dann kriegt man so viele Bücher, so viele wertvolle Informationen und die hat er wertvoll gemacht, er hat wertvolle Abläufe aufgeschrieben, das hat alles seinen Wert, das ist super wertvoll. Und er sagt genau, was man machen soll. Und das hilft einem. Aber eben die Frage ist, wie lang und was ist die eigene Intention, das umzusetzen? Das ist sicher was, aber, und da kritisiere ich halt Anthony William, ist,
Ich finde, dass er als mediales Wesen oder als Schamane oder wie man das auch alles nennen möchte, die Verantwortung hat zu sagen, prüfe das, was ich sage. Du bist der Prüfer meiner Worte. Aber er macht das nicht. Er stellt sich immer wieder drüber. Er macht immer wieder andere Menschen lächerlich. Er sagt immer wieder, dass er nur die Wahrheit hat. Und das ist gefährlich. Als jemand, der religionstraumatisiert ist, und ich habe mich sehr intensiv mit diesem Thema Dogmatismus auseinandergesetzt, ist da für mich die Alarmlampe. Ja, Medialität, ja, Schamanismus, ja, mal ein bisschen was channeln, aber hey, nie und nimmer sagen, das ist die absolute Wahrheit, weil das kann halt einfach nicht sein. Absolut. Und was man auch vielleicht sehen muss, ist, dass Anthony William eine große Sammlung zusammengestellt hat an Wissen, das, wie ich vorhin schon sagte, das es schon gibt zum Teil, zu einem großen Teil sogar. Das Wissen ist da. Und warum wird dieses Wissen medial, als medial erklärt? Also was ich mir überlegt habe, das war auch eine der ersten Folgen. Genau, ich habe eine Folge gemacht, die heißt Anthony William und Dogmatismus oder Anthony William und Religion. Das war eines meiner ersten Videos. Und da habe ich auch gesagt, für mich könnte er auch einfach sehr begabt sein und ganz viele Bücher lesen können und die gut zusammenfassen. Das könnte auch sein. Und dann geht man rechtlich, das sage ich jetzt, rechtlich den einfacheren Weg, den spirituellen Weg zu gehen, weil man dann weniger angeklagt werden kann, weil du musst keine Quellenangaben machen und so weiter und so fort. Also rechtlich gesehen ist es schon viel einfacher. Ja, das glaube ich auch. Und ja, der Selleriesaft, den gibt es ja im TCM und Ayurveda auch. Ich denke, was er eben mega schön gemacht hat, ist so die Zusammenhänge, obwohl ich auch nicht mit allem einverstanden bin. Und ich finde, da wo ich am meisten nicht einverstanden war, ich hatte ja Malaria als Kleinkind. Und Malaria ist eigentlich das Thema auf unserer Welt. Also wenn Menschen hingerafft werden, dann ja wohl von Malaria. Also da verblasst EBV. Daneben. Und es wird nicht behandelt. Es wird nicht behandelt. Und dann habe ich mir immer gedacht, das kann doch nicht sein, weil wenn ein Spirit doch den Menschen am Herzen liegt, warum wird nicht dieses unglaublich traurige Kapitel aufgeschlagen namens Malaria, bitteschön? Und dann all die parasitären Themen auch nicht. Das ist gar nicht wichtig. Es geht gar nicht um Parasiten. Und das ist unlogisch, weil wir einfach wissen, was Parasiten auslösen können. Das ist nämlich auch ein ganz trauriges Kapitel. Sehe ich genauso, ja. Das auszusparen, keine gute Idee. Großes Thema, Parasiten. Ja. Sehr groß. Also übrigens mit Candida. Also Candida ist ein Thema für viele Menschen, dank hohem Zuckerkonsum. Genau, und das finde ich auch so spannend. Das wird dann einfach ausgeblendet, weil dann würde ja die Morgenroutine und diese Nebennieren-Snacks nicht mehr funktionieren. Also tut man so, als wäre Candida kein Thema. Aber viele aus der Community sagen dann, ich mache das jetzt schon längere Zeit, ich habe wieder die ganze Zeit Blähbauch. Und dann denke ich so, ja, das ist halt der viele Fruchtzucker, der halt gewisse, ja, Stämme und auch Pilze füttern. Ja, also ganz, ganz viele in der Community haben nach ein paar AW-Jahren Darmstörungen, so wie ich auch, also Darmprobleme. Und das wird ja erklärt, also Streptokokken zum Beispiel, trinkt mehr Selleriesaft oder was auch immer. Lass all das Schleimbildende weg. Und das ist eben gefährlich, weil man dann immer mehr in diese Weglassthematik kommt. Exakt, genau. Also das Problem wird nicht von ungefähr stärker statt besser bei sehr, sehr vielen. Und das Blöde ist, dass man da nicht richtig agieren kann. Also man denkt, wie gesagt, man führt es auf die falschen Verursacher zurück und zieht dann das falsche Register. Also trinkt womöglich noch mehr auskühlenden Selleriesaft und kommt aus dem Thema so nicht raus. Und dasselbe gilt auch, also bei mir war es so, das Thema Obst war fatal. Für mich. Ich habe eigentlich, also weil ich Gemüse halt nicht so mochte,
habe ich unglaublich viel Obst gegessen, eigentlich über den ganzen Tag Obst. Und aus, klar, also aus Vernunft habe ich dann auch meine Nebennierensnacks eingehalten und die Stange Sellerie geknabbert und ein bisschen Gurke. Aber das war's dann. Und Rohkost über den Tag und ständig dieses Obst hat meinen Darm, tja, also ich möchte mal sagen, völlig aus dem Gleichgewicht Ja. gebracht. Und da wird man halt dazu ermutigt auch. Genau, also ist viel Obst, das ist heilend für die Leber. Und was ich am Schluss hatte, war eine nicht alkoholische Fettleber, was ja bei AW immer auf die Fette zurückgeführt wird. Aber ich hatte seit 1,5 Jahren keine Fette. Ich hatte noch nie so eine krasse Leberthematik. Und was ist da los? Ich habe das allerdings erst später herausgefunden. Also ich bin ja gar nicht zum Arzt gegangen in der Zeit, weil ich auch davor Angst bekommen hatte. Auch ein wichtiges Thema. Fettes Thema, weil wir natürlich in der Community alle denken so, ab heute bin ich mein eigener Arzt. Ich weiß, wie ich mich zu therapieren habe. Und Blutabnahmen sind auch ganz böse. Und was ich da also bei meinen Klienten auch immer wieder erlebt habe, und ich fange wieder bei mir selber an, also Blutabnahmen waren des Todes böse, weil das Immunsystem angeblich in die Knie geht nach 5 Röhrchen. Also lass es schön bleiben, lass dir kein Blut abnehmen. Und du kannst nicht dahinter kommen, wenn du nicht zum Arzt gehst und dir kein Blut abnimmst, dass du eine beginnende Fettleber hast, samt einer Insulinresistenz von der vielen Glucose. Und da schrillen meine Alarmglocken so, so laut, weil das ist doch genau das, was dann eben sektiererisches ist. Dieses, komm, wir sind unter uns, nur noch unter uns, wir gehen nicht raus und mach mal einen Check. Das heißt, es gibt gar kein, also gar niemand, der dich reflektieren kann. Und das nimmt halt Formen an, die echt gefährlich sein können. Und man Absolut. muss ja auch nicht jeden Monat sich Blut abnehmen, aber so ein jährlicher Test beim Arzt. Und ich mache die Erfahrung, dass wenn ich ehrlich meine Geschichte erzähle, dass die Ärzte dann mit der Zeit auch so, ah, wow, okay, das ist möglich. Und die ja auch froh sind, wenn ich sie um Hilfe bitte und sage, können wir das testen, können wir schauen, weil ich möchte schauen, ob das funktioniert. Was sind Ihre Ideen? Was sind Ihre Gedanken? Wo darf ich noch supplementieren und so weiter? Dann sind die ja voll dabei. Und wenn es ein Arschlocharzt ist, und es gibt es in jedem Beruf, gibt es die Arschlöcher, dann soll man halt nicht hingehen und einen neuen suchen. Also ich gehe da voll damit, also genauso sehe ich es auch. Und so handhabe ich das inzwischen. Ich gehe locker einmal im Monat zu irgendeinem Arzt. Der jüngste Arztbesuch war jetzt die Schilddrüse, weil ich eine Schilddrüsenunterfunktion, also nicht entwickelt, die hatte ich wahrscheinlich davor sogar schon, aber die ist massiv schlechter geworden in den letzten 1,5 AW-Jahren. Und daher wahrscheinlich auch die Erschöpfung und Haarausfall und alles, was damit zu tun hat. Also es ist keine gute Idee, nicht zum Arzt zu gehen. Es kann fatal sein und ich habe das bei vielen erlebt, dass es fatal wurde. Also Ja, es ist halt diese Message, die immer wieder kommt, dass er die Ärzte schlecht macht, dass er die Wissenschaft schlecht macht und auch dieses Wir und Ihr Verhalten, das ist halt so sektiererisch. Es ist einfach so. Und die Forschung, das ist ja so ein weites Feld. Natürlich gibt es diese Firmen, die selber Forschungen finanzieren und wo dann klar ist, wie die Ergebnisse sind. Aber es gibt ja ganz viele unabhängige Institute. Also auch da alle in einen Topf zu werfen und die als böse Macht hinzustellen, ist so gefährlich, weil es die Menschen dann immer noch in diesem Opfermodus hält und dann ist man im Kampf-Flucht-Modus, wenn die Welt da draußen böse ist und ich muss mich schützen und der Retter ist Anthony Williams. Das ist halt gefährlich. Und das habe ich übrigens wirklich in dieser Folge. Und da war ich noch ganz am Anfang mit Anthony William, habe ich das schon thematisiert. Anthony William und Religion und aufpassen, nicht in das Opfer-Täter-Retter-Dreieck reinzufallen. Aber das ist eben auf meine Vergangenheit gegründet, Susanne. genau, die Alarmglocken waren bei dir sofort an, bei mir nicht.
Also ich hätte wirklich, ich behaupte oder ich weiß es, dass ich ohne Rebecca Rosings Hilfe nicht gestoppt hätte. Ich hätte weitergemacht, gerätselt, wahrscheinlich wäre ich im Krankenhaus gelandet. Ich hätte es alles, was von draußen kommt, negiert. Ich war komplett zu. Und das war auch was, was sie mir dann gesagt hat. Ey, wo ist deine Offenheit? Es gibt diesen einen Weg nicht. Du hättest den so gern. Das macht dich sicher. Aber es gibt ihn nicht. Werd offen, geh in die Welt raus, recherchier wieder. Da war doch mal was. Und es stimmt, ich habe eine ganze Bibliothek, man sieht es vielleicht da hinten, wieder mir aufgebaut. Als ich Anthony William kennengelernt habe, habe ich mir seine Bücher gekauft und meine ganzen Bücher weggeschmissen, beziehungsweise verkauft, verschenkt. Ich wollte nichts mehr mit der Welt da draußen. Für mich war ganz klar, das ist wahr. Das ist die Bibel. Und wenn jemand in der Gruppe geschrieben hat, ey, ihr seid ja voll die Sekte, dann waren wir, also vorne dran ich, völlig empört. Was hat das denn mit Sekte zu tun? Nichts. Wir wollen Mitgefühl, die Wahrheit, das Licht, Gesundheit und Heilung. Das war meine volle Überzeugung. Ja, und das war ja auch die Intention. Weißt du, ich glaube auch, dass man unbedingt mit dem Frieden schließen darf, mit dem, also das Ganze ist ja ein Weg und man darf auch einen Frieden schließen mit dem, wie man mal losgegangen ist, weil ja, ich hatte mir sehr viele Gedanken gemacht, auch über die Informationen von Anthony William und ich finde das so schön, dass du in dieser Gruppe das eben nicht schlecht machst und dass ihr vieles auch noch benutzt. Und wie ich am Anfang gesagt habe, nicht einfach umdreht. Und die Sache ist die, das, was mir gekommen ist, war Folgendes. Er holt Menschen an einem ganz bestimmten Ort ab. Und diesen Ort kenne ich sehr gut. Das ist dieser Ort dieser Angst. Man wurde allein gelassen, man wurde im Stich gelassen und diese Orientierungslosigkeit. Und das ist mega wertvoll, dass Anthony William dort steht. Und die Frage ist, ist man eben bereit, das nur als Wegstrecke zu sehen, wenn man in Resonanz tritt. Viele hören das ja und gehen weiter, wenn sie spüren, nee, das ist nicht mein Weg. Aber wenn das dein Weg ist, mit Anthony William und diese Routine zu machen und so weiter, dann immer im Hintergedanken, was tut mir jetzt gut und möchte ich das wirklich machen? Oder habe ich viele, die mich kontaktiert haben, habe ich auch so gesagt, eben, das ist mir zu eklig, der Selleriesaft im Sommer. Ich nehme da andere Sachen oder mache es nicht. Und dann so, was wirklich? Und so weiter, weil ich trinke den und ich muss immer würgen. Und dann dachte ich mir so, was? Du trinkst etwas und musst eigentlich dabei würgen? Dann sagt dir doch dein Körper, dass es vielleicht nicht das Richtige ist. Einfach, ja, wieder zurück zu sich. Was sagt mir mein Körper? Und das dankbar gehen zu lassen. Und das spüre ich bei dir auch und deiner Gruppe. Dass ihr dem dankbar seid und eben nicht in so ein Bashing und Wut reingeht, sondern so, okay, und was können wir jetzt machen? Wie kommen wir aus dem Dogmatismus raus? Und das würde ich gerne mit dir auch noch beleuchten. Wie bist du denn da rausgekommen? Weil wir haben eingangs schon besprochen, das ist nämlich gar nicht so leicht, diese Glaubenssätze oder Essen wieder langsam einzuführen, was man vorher gar nicht mehr zu sich genommen hat. Also zum einen war wirklich ganz, ganz wichtig, so konfrontiert zu werden, wie ich es wurde. Und das war der Anfang von einer Innenschau für mich. Also wie ticke ich eigentlich? Ah, okay, da ist viel Angst, da war ein Schock in meinem Leben, Trauma. Ich springe auf den Stresszug auf, ich kicke mich durchs Leben, gib alles, Perfektionismus, Härte. Also das zu durchleuchten, warum mache ich sowas? Wie ticke ich denn? Was treibt mich an? Und zum anderen die Empfehlung, Susanne, öffne dich. Geh da raus, guck, wie machen es andere? Was empfehlen die denn? Wie kommen die denn vorwärts? Wie kannst du von deinem Übergewicht jetzt wieder runterkommen? Was hilft dir? Recherchiere. Und ich habe zwar Tipps bekommen, also ein Tipp war zum Beispiel, mach
intermittierendes Fasten. So geht es wahrscheinlich sehr gut wieder mit einem Gewicht allmählich klar, was ich dann auch gemacht habe. Also innerhalb von einem Dreivierteljahr hatte ich das alles wieder unten und war happy in meinem Körper. Und was waren da dann diese Gedankensätze mit Nebennierenschwäche und so weiter? Genau, und es war auch so ein Prozess. Also ich musste da wirklich durch einen Prozess durch und mich nach und nach lösen, und immer wieder kamen Ängste und haben mich stoppen wollen und so, ey, wer hat es so gesagt? Und ich so, stopp, Moment, durchatmen. Was stimmt für dich jetzt gerade? Ist das wirklich die Wahrheit? Du hast doch gerade gestern gelesen, dass Fructose die Leber tatsächlich richtig hart rannimmt, und was ist für dich wahr? Was stimmt jetzt? Und dann wieder zurück zu, es war so ein bisschen wie, kennst du das, wenn man sich von einem Partner getrennt hat, der einen geschadet hat und dann immer wieder so reinspringen will, aber das war doch so schön mit dem. Und dann immer wieder, Moment mal, nein, der hat dir das und das um die Ohren gehauen, der hat dich verletzt, der hat, geh in die Wahrheit, was war denn wirklich? Es hat wehgetan. Und weißt du, wie ich meine? Also so, werd ehrlich zu dir. Und das kam nicht über Nacht. Das hat wirklich gedauert, Wochen und Monate, bis ich gemerkt habe, oder auch, ich glaube, es hat ein Jahr gedauert, bis ich wirklich völlig, ich sage jetzt mal, ohne Hintergedanken in den Regen raus konnte und keine Angst mehr hatte, dass dieser toxische Regen auf mich runterfällt. Ja, weiteres Thema, das du öffnest. Ja, also man könnte hier tausend Themen öffnen. Also diese Ängste, die da in mir drin stecken, nach und nach zu durchschauen, ist das wirklich wahr, Susanne? Ist das wirklich wahr, dass du ohne HMDS niemals heilen wirst? Stimmt es? Und dann zu merken, ey, AW sagt es, okay, aber stimmt es wirklich? Ich kann es nicht überprüfen. Und in den 4 Jahren hat mir der tägliche HMDS, der hat mich nicht wirklich wohin gebracht, wo ich sein möchte. Also wo ist da das Outcome? Also warum mache ich es? Und ich, oder der jeden Morgen der Selleriesaft, trinke ich den aus Angst oder trinke ich den aus Freude? Weil er mir total schmeckt, weil er mich durchwärmt, weil er mein Darmfeuer hochholt. Nein, ich habe total gefroren danach. Ich habe den aus Vernunft getrunken, aus Angst getrunken. Was ist der Antrieb? Und sich da so immer wieder abzuholen und ehrlich zu begegnen. Und dann habe ich halt, das war das andere, ich habe wirklich unfassbar viel recherchiert. Also ich habe mich, das war für mich wirklich schmerzhaft zu hören, ey, du bist total zu. Und dann dachte ich, okay, euch zeige ich, ich öffne mich jetzt. Und habe so richtig, ich war neugierig wieder und habe Bücher gekauft ohne Ende und Podcasts gehört und YouTube und Kongresse und Seminare, Online-Seminare, mache ich bis zum heutigen Tag. Hat jetzt ein bisschen nachgelassen, weil ich so das Gefühl habe, so jetzt bin ich aber wirklich randvoll mit Infos. Aber es tut so gut zu hören von Leuten, die was zu sagen haben, und die auch sich da wirklich die sehr ähnliche Dinge sagen und empfehlen. Also so viele Menschen sagen, Fett ist ganz wichtig für den Körper. Achte aber drauf, dass es ein gutes Fett ist. Also Genau. nicht dieses fettfrei, das ist 70er Jahre. Da hat man gesagt, ist ja kein böses Fett. Und heutzutage weiß man, so viele Funktionen im Körper hängen von guten Fetten ab. Omega-3 vorne dran. Und pass ein bisschen auf mit Fructose. Es gibt Leute, die wirklich sagen, also ein Stück Apfel am Tag ist mehr als genug. Und ich habe viele, viele Erfolge oder eben wieder Verbesserungen erlebt, indem ich die nächsten, also nach meinem Ausstieg, habe ich wirklich 1,5 Jahre lang keinerlei Obst mehr gegessen. Komplett kein Stück Heidelbeere, nichts. Einfach wieder das gleiche Prinzip, weil du so ins Ungleichgewicht gekommen bist und dann
für ein Reset einfach das Gegenteil wie. Ja. Also es wird mir immer wieder hart vorgeworfen, das kann doch nicht sein ohne Obst. Obst ist gesund, das sagen alle. Stimmt, das stimmt absolut. Ich esse inzwischen auch wieder Obst, morgens ein ganz bisschen Beeren und es schmeckt mir total lecker, aber es war, um davon runterzukommen, um den Darm wieder zu beruhigen. Ja. Ja, diese Pilze. Die Leber zu beruhigen, also die ganze Fructose, was ja in Fett umgewandelt wird in der Leber. Darum hatte ich eine beginnende Fettleber. Das alles wieder mal runterzufahren und auch von diesem Zucker runterzukommen. Ich war ja voll auf Zucker. Und der Leber, wie ich dann recherchieren durfte, ist es ziemlich egal, welche Form von Zucker. Wenn da zu viel reinkommt, ist zu viel. Es geht nicht um ein Stück Banane, es geht um zu viel Banane. Oh ja, und da gibt es ja diese Monodiäten. Das, wenn ich das immer beobachtet habe und ich habe das einmal versucht, ich habe dann auch auf Instagram so ein Reel gemacht, wie ich es dann abgebrochen habe, weil ich einfach nur gewürgt habe, wenn ich nur schon an eine Banane dachte. Aber ja, es ist einfach, es ist ja verrückt. Den Leuten geht es nicht besser. Also ich habe viele Klienten, die aus Verzweiflung dann Monos machen und Leberkuren. Und ehrlich, die Leberkuren, ich kenne niemanden, den die wirklich irgendwo hingebracht haben. Sorry dafür. Aber Leberkuren sind kompliziert und anstrengend und funktionieren bei vielen nicht. Anders ist, und das gilt eigentlich für alles, also es gibt diese Erfolgsgeschichten zuhauf, wie wir wissen. Ganz, ganz viele Leute berichten, ich habe mich geheilt durch AW und ja, das glaube ich auch. Ja, wir haben ja auf diesem Kanal auch viele Beispiele dafür. Und ich liebe das Wissen, wie ich es für mich nutzen konnte. Aber es hat halt seine Grenzen. Und die Grenzen sind, und es zieht sich wie so ein roter Faden durch meine Klientenschaft und die Community. Zum einen haben diese vielen großen Erfolge junge Menschen, also die viel kompensieren können, denen macht es nichts, mal ein Jahr proteinfrei zu essen oder fettfrei. Das ist nicht dramatisch. Oder wenn du rein startest mit ein bisschen Schilddrüsenunterfunktion und Akne, das ist auch kein Problem. Dann tut dir das wirklich gut, mal endlich runter vom Junkfood und gescheit essen. Super. Also kann ich nur unterschreiben. Wo es dann aber scheiße wird auf gut Deutsch, wie bei mir, eine ältere Lady, die Vorerkrankungen hat. Das ist eine ungute Kombi und da zieht sich so der rote Faden durch. Diese Leute haben, wenn sie strenger werden mit AW, kann man fast drauf gehen, dass die Probleme bekommen. Also die sollten dann wirklich eben das Gegenteil von streng werden. Und was ich von Rebecca Rosing auch gelernt habe, und das war dann, was ich am Anfang auch wirklich versucht habe umzusetzen, ey, bau dich auf. Bau dich nicht weiter ab, bau dich auf. Ja. Guck mal, wie es andere zum Beispiel in der TCM machen. Die essen warm, die essen gekocht, die essen nicht ständig. Ayurveda, also die legt deinen Fokus auf Gemüse. Und dann habe ich wirklich in jeder Mahlzeit, also optimal einen halben Teller voll Gemüse geschaufelt und der Rest waren dann, was weiß ich, Linsen, Quinoa, Reis oder was auch immer. Wie gesagt, ich musste mich da langsam dran gewöhnen. Genau. Und hatte am Anfang, es hat schwer gerumpelt und mich schwer irritiert zum Teil und da kann einen schon die Geduld mal verlassen, aber es hat sich gelohnt. Wow. Vielen Dank, Susanne. Danke, dass du es geteilt hast. Wie war das in der Community, wo du unterwegs warst, so ein Vorbild? Wie waren da die Reaktionen, wo du dich, sagen wir mal, geoutet hast? Teils, teils. Also meine Hardliner-Mitstreiterinnen hatten da eher Fragezeichen, also wirklich so hübs. Und dann ganz viele, die noch gesagt haben, naja, also
du bist ja jetzt nicht wirklich weg von AW, das ist ja kein Ausstieg, du machst ja immer noch AW. Wo ich dann ganz klar sagen kann, nee, ich für mich bin ausgestiegen. Ich distanziere mich ganz klar davon. Und nur weil ich jetzt kein Gluten mehr esse, esse ich nicht nach AW. Ja. Ja, das ist auch so witzig, ja. Dass alles, was ein bisschen AW-konform ist, wird dann gleich mit AW verbunden. Dabei gab es die Lehren ja schon. Also je mehr Bücher man liest, desto mehr sieht man ja, was schon vorher da war. Und Anthony Williams, seine Bücher sind ja wirklich sehr jung. Und dann gibt es die Theorien, da muss ich immer schmunzeln. Ja, aber er war schon vorher sehr aktiv. Und dann haben Leute das Wissen genommen und in den Büchern dachte ich so, ah, ich wusste nicht, dass er irgendwie schon 4000 Jahre alt ist. Weil so lange gibt es Ayurveda und es sind ja sehr viele Sachen aus dem Ayurveda auch drin. Ja. Ja. Ja, also von Unverständnis bis, ist ja alles Quatsch, was du da erzählst und ja, aber also ich würde mal sagen, moderate Reaktion war eigentlich alles höflich abgegangen und schön. Auch ja, nichts Krasses, würde ich jetzt sagen. Also ich mache mein Ding und freue mich echt über jeden Mensch, den ich erreichen kann. Weil es wirklich, also es könnte einen zum Teil, hat es mir wirklich das Herz gebrochen, diese Postings zu lesen am Schluss, wo ich, also als ich immer noch Moderatorin war und auf so einem mich rausziehen allmählich und nicht mehr kommentiert habe, musste ich mich wirklich am Tisch festbinden, um da locker zu bleiben. So viele Geschichten, die mich an meine erinnert haben und die dann eben kommentiert wurden mit, naja, das ist der Detox. Oder du musst mehr Lemonballen nehmen. Oder das ist jetzt ein viraler Flair. Oder also immer dieselben wiederkehrenden Argumente, die im Grunde nicht so wirklich weitergebracht haben, was ich ja in meinen Beratungen damals auch oft, ich bin oft gegen so eine Wand, wo ich dachte, ja, was soll ich denn dem Klienten jetzt noch sagen? Der trinkt schon einen Liter Selleriesaft. Ich meine, da ist jetzt fast nicht mehr möglich nach Luft nach oben. Und wenn ich dann gelesen habe in diesen Posts, Leute, ich brauche eure Gebete jetzt, weil ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht, mein Körper flippt aus, keiner kann mir mehr helfen, betet für mich. Und dann haben die Leute tatsächlich nichts mehr anderes gewusst als ihre Gebete und die Engel zu rufen und es könnte einem wirklich, also es hat mir zum Teil wirklich das Herz gebrochen, das zu lesen und deswegen bin ich jetzt froh um jeden, den ich erreichen kann. Nein, es sind nicht immer die Viren und ja. Guck genau hin, geh zum Arzt, lass dich begleiten. Was könnte da noch sein? Was ist dein echtes Problem? Vielleicht ein ganz anderes? Ja, lass dich checken. Mängel sind gang und gäbe. Ja. Fettmängel, Proteinmängel, Eisenmängel. Ja, auch das mit dem Eisen. Mit dem Eisen, das ist ja auch so ein Thema, ja. Ich habe das Gefühl, wir könnten ohne Ende sprechen. Aber ja, vielleicht machen wir da wirklich einfach noch was Themenorientiertes zusammen. Ich denke, dass es wirklich sehr viele Menschen ja auch helfen würde, die Zusammenhänge mal noch aus einer anderen Perspektive zu verstehen und nicht nur aus Anthony Williams Perspektive, um ja einfach für sich weiterzukommen und vielleicht sich neu auszurichten. Ja. Ich bin für alles offen und immer dabei. Wow, Susanne. Die Stunde ist rum. Ich denke, da entsteht schon noch was weiteres. Vielen, vielen Dank für das Teilen. So unendlich wichtig. Danke, dass du den Mut genommen hast. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das nicht einfach war. Und ich finde es so eine krasse Größe, die du zeigst, weil du
einfach so reflektiert darüber gesprochen hast und ganz klar gesagt hast, wo du standest und was du auch geglaubt hast und wie du es umgesetzt hast und wie du Menschen beraten hast zu, hey, ich durfte das hinterfragen, weil das, ja, also das braucht richtig krasse Größe, Susanne. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, Priscilla. Das ist echt, nehme ich mir sehr als Vorbild. Das, wirklich, das ist mega, mega beeindruckend. Gerade in unserer Zeit, wo es immer darum geht, schneller, höher und weiter und ja, keine Fehler machen, ja, nicht. Und dabei sind die Fehler unsere größten Helfer, weil sie uns einfach etwas zeigen und wir es transformieren dürfen. Und wir können es wirklich jederzeit, jeden Tag ändern. Ja. Wir sind da wirklich frei und das ist das Schöne. Ja, mega. Vielen Dank, Susanne. Ich danke dir, Priscilla. Und herzlichen Dank, ihr Lieben, fürs Lauschen. Ich bin gespannt, ja, was das mit dir gemacht hat. Und ich ermutige dich, richte dich aus nach dir, nach dem, was du brauchst. Nimm dir auch jetzt gerade einen Moment für dich Zeit. Vielleicht schließt du deine Augen, legst deine Hand auf dein Herz und atmest rein und spürst nach. Und hörst den Gedanken zu, die sich entwickelt haben, wo du jetzt diesem Gespräch gelauscht hast, weil deine Gedanken sind wichtig. Und ich sag dir, was mega cool ist. Unser Hirn ist das einzige Organ, was dich selber beobachten kann. Das heißt, wenn du jetzt diese Chance packst und deine Gedanken beobachtest, dann ist das der Anfang von einer wundervollen Reflexion, die dich immer dir näher bringt. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.